Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny, die Beta mit mir, dem Nefkara. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ja, wir sind ein Level 3 Hunter und legen unser Ziel mal fest. Ja, im Turm gibt es nichts zu tun, aber in Altrussland haben wir eine neue Mission hier. Level 3. Story. Kehre ins Gefallenengebiet zurück und suche. Ja, das haben wir ja gemacht. Eigentlich müssten wir jetzt das machen. Dann tun wir dann auch mal. Das dunkle Innere. Ach ja, jetzt dürfte diese knusprig langen Ladezeit mal wieder bewundern. Gestern war ja unglaublich warmer Tag. Also es wird wahrscheinlich die Montagsfolge sein von Destiny. Ich versuche momentan die Beta täglich rauszuhauen. Irgendwie, dass das möglich ist. Zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Mhm. Dann sehen wir uns das auch mal an. Ich war eben schon kurz online, um zu gucken. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Wie die Leitung so ist. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit. Na, ich dachte eigentlich, also in der Hauptstadt sind fucking viele Spieler unterwegs. Hier irgendwie nicht. Pock. Das ist eine Level 3 Mission, ja. Das heißt, auf dem Weg werden uns dann auch mal Level 3er begegnen. Ich will euch ja auch PvP zeigen. So ist das ja nicht. Hier geht's runter, aber hier müssen wir nicht lang. Würde ich euch ja auch gerne mal zeigen. Das PvP-Gebiet. Ja, PvP, PvE. Ist ja mein großes Ziel. Noch hat keiner von euch in die Kommis geschrieben, aber es liegt vielleicht daran, weil ihr keine PS4 habt und dementsprechend... Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Na, shit happens und so. In der Collectors Edition für 160 Euro kriegt ihr übrigens euren eigenen Geist. Ich denke mal, das ist dann so eine Art magische Miesmuschelersatz, die für euch die ganze Zeit quasseln kann. Wird uns euch dann die ganze Zeit zulabern. Ich frag mich nur mit was. Zu interessieren würde es mich ja wirklich, wirklich sehr sogar. Da ist übrigens ein Level 5er Spieler. Schön, wir begegnen jetzt auch anderen Spielern. Wie gesagt, viele online. Internetleitung läuft. Da auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Ja, wir sind aber auch höherlevelige Spieler, wie er da hinten. Huch. Ja, ich bin ja eigentlich Scharfschütze und dementsprechend sollte ich das vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Ich werfe mal mein Scharfschützengewehr rüber. Ach. Ist ja mega geil, dass ich keine Munition für mein Scharfschützengewehr habe. Na, haben wir ja gleich Level 4 erreicht. Zack. War ich nicht. Ich habe doch nicht einmal getroffen. Das war hier oben der. Ich hab, der war das. Andere Spieler, wie gesagt, die gibt es ja hier auch. Kooperativ lässt sich auch alles abschließen, wenn man das denn mag. Ja, natürlich cool, wenn man dann so Leute hat, einen Clan hat, mit dem man das machen kann. Wie gesagt, ich versuche ja einen eigenen aufzubauen. Das ist endschwierig, aber ich bin eigentlich ein ganz guter Gamer. Weil da ich mich mit dem Studium momentan mehr befasse, beschäftige, wie auch immer. Na, Studium halt, ne? Mehr befasse, mehr beschäftige, ist ja beides. Alter, Level 7er! Ist mich eigentlich knusprig und so. What the fuck? Hieß nicht, die Mission wäre für Level 3er? Ganz klar. Level 7er, what the fuck?
Warum die so schnell gestorben sind, frage ich mich allerdings. Hier irgendwas übersehen? Ich frag mich, wieso ich euch so schnell töten kann, obwohl ihr Level 7 seid. Da muss doch irgendwas mit dem Levelgrenzengebiet hier für ein Arsch sein. Kann ich dabei gerufen werden? Kann ich auch mit niemandem hier zusammenspielen? What the fuck? Oh, shit. Helf mir, Kollege. Hier ist doch noch irgendwo was. Habe ich gesehen, hinter mir ist aber auch was. Da kann sich eigentlich der werte Kollege drum kümmern. Da habe ich eigentlich gar keine Zeit. Hier sind wir aber richtig. So. Ich bin ja eigentlich auch ein Scharfschütze, also werde ich mich auch wieder meines Snipers bedienen. Wie gesagt, ich liefere euch eigentlich Material für die ganzen Tage noch. Hey. Wir sind drin. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Schön zu wissen. Das Spiel läuft übrigens nur auf 30 Frames. Respawn eingeschränkt. Ah, schön zu wissen. Es gibt doch hier... Nein! Fuck. Hier, Shit. Ja, es gab hier irgendwo eine Möglichkeit. Jetzt habe ich meine Granate weggeworfen. Na geil. Stärkste Fähigkeit, die ich habe. Einfach mal in die Mülltonne. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich kriege es auf. Habe ich mir gedacht, aber wenn ich mir so ein... anhöre, was im Hintergrund ist. Hier soll wohl wirklich niemand reinkommen. Oder raus. Alter, hör dir die ganzen Schritte an. Direkt hinter uns sind doch tausende Viecher. What the fuck? Will ich das so Bewegung voraus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Alter. Und da sind wir auch schon wieder, ja. Da ist mir ganz kurz das Internet abgekackt. Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Dementsprechend habe ich mein LAN-Kabel wieder drin. Alter, wie viele! What the fuck? Neue gegnerische Alienrasse. Die Mucke geht auch ganz schön ab jetzt. Die sind nicht so lustig. Die kommen im Nahkampf angepirscht. Ich kann gar nichts sehen. Alter Falter. Nahkampf-Drecksviecher. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Ja. Ich
will nur mal gerade auf Schrotgewehr umzwitschen. Dankeschön. Gut, die beiden sind weggerotzt worden. Auch weggerotzt. Puh! Sowas hab ich immer gern. Nahkampf, Spassermarkenviecher, ey. Na, so viele! Das sind echt scheiße viele. Die Hexe ist hier. Lad schneller nach. Kann nicht wahr sein, ey. Ich lade so langsam nach, wie ich kann. Da ist nur noch diese Schar-Hexe. Unangenehmer Zeitgenosse ist die echt. Bam, Level up. Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, ich bekomme dafür Gier oder so. Nö. Gibt noch was. Aber ich habe schon alles. Gut, dann sind wir jetzt hier raus. Mission complete. Goldener Revolverheld. Wurfmesser, bla. Kills, präzise Kills, Fähigkeitskills. Dafür gab es dann doch was, ja. Von besiegten Leibeigenen übergib sie deiner Vorhut-Mentor als Beweis für die Anwesenheit der Schar auf Himmelswacht. Hä? An der Himmelswacht. Ja, ja. Ba 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 ba. So. Ich denke mal, für uns ist es an der Zeit, ein neues Equipment-Teil zu bekommen. So, alte Teile kann man zerlegen. Dafür kriegen wir dann Geld. Für unsere alten Helme, das ist der, den wir gerade tragen. Alte Sachen und so, das müssen wir identifizieren. Genau wie hier die Schusswaffe. Und was bekommen wir? Rufe eine flammende Pistole bei, die Feinde durch Solarlicht zersetzt. Das ist eigentlich voll geil. Ach, da muss ich die Fähigkeit auch benutzen. Okay, ja, nehmen wir uns einfach die mal. Ja, Rüstung haben wir ganz, ganz wenig. So, Ziel festlegen. Wir müssen doch zurück zum Turm. Korrekt. Sehr schön. Ein einziger Freund ist online. Ja, wie gesagt, ich kümmere mich jetzt darum, dass genug Folgen erstmal kommen. Versuche natürlich ein bisschen mit euch zu leveln, euch ein bisschen was zu zeigen. Lang ist die Beta ja nicht mehr. Leider. Was auch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Dann kann ich mich weiter auf die Uni konzentrieren. Solange Destiny da ist, ist das ein bisschen schwierig. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Die Ladezeiten sind zwar cool inszeniert, aber echt lang. Dann wäre schon cooler, wenn man irgendwie... Ich weiß nicht, es ist ja zwar ein MMO-Shooter, aber nur mit Gebieten, ja. Das heißt, theoretisch springt man
eh nur von Mission zu Mission. Nicht so ganz Borderlands-Style, wo das eher offene Welt ist. Hier kriegt man von der offenen Welt in Anführungszeichen eigentlich gar nicht so viel mit. Es benimmt sich halt doch wie ein Halo. Mehr oder weniger, finde ich. Halt nur mit hin und zurück fliegen. Ja, das ist vielleicht doch MMO. Sieht, Level 4. Gibt es natürlich noch andere Klassen, Charaktere etc. Wir mit unserem kleinen Umhängchen. Da kriegen wir bestimmt irgendwann noch was anderes. Premium abholen. Geil. Daran hänge ich richtig. Dekodieren. Aha. Oh cool. Jetzt haben wir doch eine theoretisch bessere Waffe bekommen. Handfeuerwaffe. Scoutgewehr. So einem Megapistel. Ah genau, hier kann man das nachgucken. Wenn man Start drückt, dann L1. So ging das. Stärke plus 5. Aha. Danke für Aussehensänderung. Das Teil sieht aber aus wie das, was wir... Aha. Sieht's doch nicht gleich aus. So ein Shit, ey. So, jetzt müssen wir da runter. Ach, runter. Suche nach verfügbaren Beutezügen. Suche nach verfügbaren Beutezügen, ja, ja. Da hinten Level 8, da ich glaube, hier ist PvP. Ja, ich denke zumindest mal, dass das PvP ist. Inzwischen auch PvP-Gear. Irgendwann. Gefällt dir was davon? Performance-Clown. Niemand hat... Ja, Helm haben wir gerade neuen bekommen. Und das auch. Also ich würde die nehmen. Wird dir gefallen. Danke, danke. Hoffe ich doch auch. Ey, so. Nimmst du mich mit? Wie geil. Ja, ja. Nee, ich brauch dich nicht. Aber danke, danke für deine treue Unterstützung. Hier sieht man es nochmal. Und eine neue Brustpanzerung bekommen. Voll geil und so. Und theoretisch gibt es hier eigentlich sonst nichts mehr zu tun. Ja. Ich will mal hier vorbeischauen. Mhm. Was gibt's hier? Hier sind leider keine Gegenstände. Schaut bei Schau einem späteren Besuch. Also hier gibt's bestimmt PvP-Kloppe-Gezeugse. Ja, ja, aber das geht nicht einfach so. Das muss man so machen und dann düsen wir zum Orbit zurück. Und werden, denke ich mal, wieder noch einen Auftrag machen. Wieder noch einen Auftrag. Mhm. Auf jeden Fall, darauf läuft es dann hinaus. Das läuft eigentlich ganz gut, denke ich. Momentan, auch wenn das Spiel gigantomanische Ladezeiten hat. Aber es geht wieder zurück auf die Erde, Alt-Russland. Ja. Strike. Na, das können wir nicht machen mit Level 6. Ist da in dem Gelände. Hier gehen wir hin. Da gehen wir hin. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwen haben, der mit uns da rumlaufen will, ja. Alleine rumlaufen ist immer so... Ja... Ja, wir haben jetzt da so eine Pistole. Wird ja eh nur total lustig. Die ist zwar... Die Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Oh ja. Der Plan ist gar keine so schlechte Idee. Dein Sniper ist... Ich registriere starke Gefallenenaktivität bei der vergessenen Küste. Aber das ist meilenweit weg. Warte, hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter.
Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! Geil, jetzt gibt's das Bodenfahrzeug. Und erstmal gucken wir uns um. Ist hier Spieler? Hier ist leider keiner. Unsere Superfähigkeit ist ready. Ach. Hm. Sollten für sowas dann doch lieber auf das Sniper umswitchen. Ha! Meine Nase juckt. Ah! Yam, yam, yam. Ach nee, hier ist kein anderer Spieler. Deswegen würde ich diese Aufgabe natürlich in Angriff nehmen. Aber so nicht. Jetzt kriegen wir erstmal ein Fahrzeug. Aha. Hier düsen wir jetzt ja schon die ganze Zeit lang, ehrlich gesagt. Ich habe hier noch keinen Gegner gesehen. Wir konnten Doppelsprung einfach hier hochgejumpt. Jetzt hier hoch, weil wir haben bessere Aussicht. Was für mich als Scharfschütze generell eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Hier ist auch nix. Hier ist gar nix. What the fuck? Hier ist der Sparrow Link. Na dann setze ich dich doch mal ein und dann zeig mal, was du kannst. Schlüssel, Lagerdaten, verschränkte Kettvektoren und wir sind verbunden. Geil! Okay, wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden...